Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Minecraft. Ich mache hier weißen Boden rein. Weißer Lehmboden. Hört sich an, als wäre hier was in meiner Bude. War bestimmt auf der Insel. Aber ich gucke jetzt nicht nach. Weil ich keine Lust habe. In diesem Let's Play, dieser Folge, muss ich jetzt auch ein Bett reinbauen, um dann zu speichern zu können. Oder ist es ein Schwein? Ich weiß es nicht. Ob das ein Creeper oder ein Zombie oder... Die Tür ist jetzt zu. Da kommt ein grüner Ding noch mal rein. Tickst du noch richtig oder was? Erschrecke ich mich hier, du Penner. Ah, nee. Was suchst du hier? Was willst du von mir? Ich hab nix. Ja, komm, hau ab. Also... Ja, was willst denn du? Also irgendwann mal tue ich euer Drachen da umbringen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber irgendwann habe ich nachgefunden. Wie kommt der eigentlich hier rein? Da kann man immer klopfen, ey, das Arschloch. Typisch Penner. Meine Treppe, die baue ich oben hin. Und hier unten mache ich sowas wie Materialraum und so. Küche. So. Was ist alles noch hier drin, du Penner? Verpiss dich, Alter hier. Hau ab. Hau ab. Danke. Ah, riecht er mich auf, ey. Mein Herz. So. Nee, warte, ich will ja... Was mache ich denn? Gut, der Endermann ist ganz weg. Das ist in Ordnung. So, hier hochgehen. Boah, hier vorne noch so ein... Hier vorne noch so ein Kranz dran. Dass ich dann... runterlauf, runterfall. Entschuldigung. Thank you.
baue ich das hier zu. Aber nicht ganz. So, das soll mein anderes Haus werden. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Die eine Hälfte, da kommt das Tageslicht rein. Ja, und die andere Hälfte können wir uns aussuchen, ob wir da Fackeln reinmachen. Oder ich glaube eher, dass ich da nichts mache. Da das hier nur vom Tageslicht hell ist. Auch mal was anderes. Ich baue nicht immer so gleiche Hütten, ich baue immer unterschiedliche. So. Die mache ich weg. Dann baue ich das hier noch mal zwei Blöcke nach oben. Und dann kommt da das Bett hin. Dann kann ich dann auch gleich, wenn die Folge zu Ende ist, speichern. Und dann mache ich erstmal Cut. Ja, das ist sowieso, aber dann mache ich erstmal aus. Das meine ich halt. So, das kommt noch eine Schicht drauf. Weil wenn man wahrscheinlich... Gut, das sieht man, dass es ein Haus ist. Aber da das auch grün ist, ist es dementsprechend auch ein bisschen getarnt. Aber noch eine dritte Schicht. Okay, ja, schneller als mal gucken kann. Von oben ist es was weiß ich, die Schicht, keine Ahnung. Schlafgemach mit verschiedenen Personen und hier noch Fenster rein, kein großes Fenster. Super, hier ist zweites zu. Da drüben ist Winter und wenn man hier durchguckt, ist eine einsame Insel und ein Fliegenpilzberg. So, dann machen wir hier direkt auch die Scheiben rein. Eisengitter haben wir hier. Brauche ich nicht, ich brauche Scheiben. Scheibenkleister. Ich lasse es offen. Kommen wir Fackeln hin. Aber maximal nur zwei, ist das gleiche. Genau. Und dann kommt da eine hin. Drei Stück reichen, da das ja das Schlafgemach ist. Das ist offen, genau. Dann baue ich das hier nochmal. Dass es so abgegrenzt ist. Und da kommt dann auch irgendwas da rein. Also dann baue ich das zu. Oder? Warte. Ja, das reicht. Ich weiß nicht, was man noch so Nützliches bauen kann. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr ruhig damit das in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen und über rege Anteilnahme. Genau, würde mich freuen. Ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht macht. Ich zwinge niemanden dazu. Genau. So, jetzt machen wir hier ein Fenster rein.
Das mache ich hier auch dann. Wie das oben reinschalten, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier baue ich das so zu. So. Das ist jetzt ein... Das wäre cool, wenn es noch bunte Gläser gibt, aber die gibt es wahrscheinlich auch irgendwann. So wie es bunten Lehm jetzt gibt, so gibt es dann auch irgendwann mal bunte Gläser. So mache ich das hier auch. Eher von der Mitte. Und hier durchschlagen. Das zweite. Das sieht dann auch gut aus. Sowas haben wir nämlich noch gar nicht gebaut. Oder gemacht. Da oben nicht. Nee, da unten nicht. Nee, da oben auch nicht. So. So. Noch wo? Ne. Dann muss ich das hier noch einrichten und so. Und dann mal gucken. Toll. Muss ich kurz mal nochmal rein. Das Dach, weiß ich nicht, wie ich das mache. Vielleicht lasse ich das... Nee, uff, lasse ich das nicht. Nee, 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 das geht hier nicht. Das geht hier nicht, alles klar. Da hinten ist auch eine Fliegenpilz. Level. Land. Macht man das denn? Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass die Betten hier zu sind. Ansonsten kann es hier in diesem Haus reinregen. Ich habe keine Ahnung, wie man Dächer macht. Also richtige Dächer. Keine Hubschrauberlandeplatz, sondern ganz normale Schiefe. Ist es da hinten auch ein bisschen dunkel, da kommt nämlich keine Fackel rein, weil wo Licht ist, kann man schlecht schlafen. Da bleibt es offen, da bleibt es offen und dann ist hier... Am besten baue ich das hier weiter hoch. Da war auch eine Scheibe, ach so. Okay. Nee. Nein. Und jetzt hier die Holztür noch davor und dann ist es toll. Oh, zum Glück tut... Das mache ich eigentlich immer. So, das sieht doch super aus. Wenn wir jetzt hier eine Fackel reintun, guck mal hier, wie hell. Ist doch scheiße. Und es wird auch nie dunkel dann. Na, du kannst hier gut, wunderbar schlafen. Und hier draußen ist es halt so. Nein, nicht dahin. Machen wir hier hin. Gut, hier draußen sind schon aus, auch keine. Hier mache ich hier nur beim Dings da und die Tür reißt wieder weg. Gott. Immer die falsche Taste. Dann machen wir hier noch eins hin. So, das war's. Mehr kommt da nicht hin. Das finde ich. In dem anderen Raum kann es reinregnen und so. Finde ich echt klasse. Da oben kann man ein Luftschloss bauen. Irgendwann mal.
Folge 1 Million. Nee, Quatsch. Das sieht echt toll aus. Obwohl wir es nicht eingerichtet haben, habe ich es echt schön gebaut. Da noch eins. Dann mache ich mal früher etwas einen Cut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich lege mich erstmal schlafen. So, Tür zu. Das sieht doch echt toll aus. So. Gute Nacht.